Thank you.
did have this botheration and all this stuff, there would be the gal that found it won't. Some women say they can, and some women wish they could. Some women say they can, and some women wish they could. If they didn't have to mix it, I know that every woman would. Yeah. I want some every morning, I want some every night. If you wanna be my woman, you better want my appetite. I mean, this woman, she did it all for good. Fixed me the finest pan of biscuits. Thank you.
Charles Mingus, wie viele Instrumente spielen Sie? Keins oder eins. Ich beherrsche eigentlich keins richtig. Schreiben, komponieren, das kann ich ein bisschen. Wie komponieren Sie? Geben Sie den Spielern genaue Vorschriften oder nur einen groben Rahmen? Das ist verschieden. Manches ist ausgeschrieben, manchmal gibt es nur eine Melodie, manches wird nur nach dem Gehör einstudiert. Ich glaube, er will uns als richtige Komponisten haben. Er gibt uns bestimmte harmonische Strukturen, innerhalb deren wir improvisieren. Und das heißt so viel wie selbstständig komponieren. Ist das wahr? Ja, er sagt genau, was ich nicht ausdrücken kann. Deshalb lasse ich ihn reden. Wie bewahren Sie in einem Stück Ihren eigenen Stil bei all der Freiheit, die Sie den Mitspielern geben? Normalerweise sage ich den Spielern nur den Zusammenhang, den sie zu spielen haben, bestimmte Stimmungen, die durch die Musik auszudrücken sind. Ja, das ist der Schlüssel. Man braucht Musiker, die flexibel genug sind, die Komposition auszuführen und darüber hinaus noch selbst schöpferisch zu sein. Mit der Musik kann man Schmerz, Leidenschaft, Liebe, Hass ausdrücken. Und wer das nicht kann, den würde ich nie beschäftigen. Gefühle auszudrücken, das versuche ich, seitdem ich meine erste Band hatte. Charles Mingus, das weiß man, ist eine sehr schwierige Persönlichkeit, mit der nicht eben leicht auszukommen ist. Aber wer es länger mit ihm aushält, gewinnt doch etwas für sein eigenes Spiel, stimmt das? Ja, jeder gute Musiker, der mit Mingus spielt, wird auch stärker in seinem eigenen Spiel. Die Presse lügt meist. Sie sagt, dass ich gewalttätig bin, dass ich das Messer lose sitzen habe und dauernd die Mitspieler feuere. Aber sie schreiben nie, warum ich das alles tue. Außerdem, ich bin jetzt 50 und seitdem ich erwachsen bin, hatte ich nur 3 ernsthafte Kämpfe. Meine Kollegen hatten alle viel mehr. Aber aus irgendeinem Grund behaupten sie, dass ich schlecht bin. Und das werde ich auch noch, wenn sie das weiter behaupten. Sugar Ray Robinson, some musician pulled a gun on him. But for some reason they like to say I'm bad. I will be bad if they keep saying it. I get tired of hearing people live with the press copy. Ich glaube, die amerikanische Presse will nicht, dass ich Geld verdiene, weil sie Angst hat, dass ich dann mein Volk befreien würde. Und genau das werde ich auch tun, aber ganz bestimmt nicht mit Gewalt.